Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem weiteren Video. Heute geht es mal wieder um zwei Yeti-Sender und zwar habe ich von der Firma Hacker ja die beiden neuen 14er-Sender zur Verfügung gestellt bekommen, um euch die mal zu zeigen. Und zwar einmal die DS14-2 und einmal die DC14-2. Da habe ich ja schon zwei Videos drüber gemacht, die verlinke ich euch oben mal. Jetzt habe ich mal die Gelegenheit genutzt, da ich den Sender gerade hier habe, die DS14-2 mal mit der DS12 zu vergleichen. Es gibt jetzt kein großes Video, aber ich wollte einfach mal einen Vergleich zeigen zwischen der DS14 und der DS12. Das sind ja die beiden neuen Einsteigersender, nenne ich sie mal. Ja, und ich würde sagen, wir legen sofort los, verlieren keine Zeit. Viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Ja, das war mein kleines Vergleichsvideo zwischen der DS14-2 und der DS12 hier in der Carbon Edition. Das gilt aber auch in vielen Teilen für die normale Standardversion. Außer der Lieferumfang ist bei der Carbon Edition etwas höher und wir haben hier schon Aluminium-Knüppelaggregate und Aluminium-Knöpfe verbaut. Ja, welcher Sender für wen ist, da muss letztendlich jeder selber entscheiden. Jeder hat seine Vor- und seine Nachteile. Die Liste habt ihr ja gesehen im Video. Die Upgrade-Preise habt ihr auch gesehen, die zum Upgraden nötig sind. Um den Sender oder um beide Sender etwas aufzuwerten technisch. Ich habe mir trotzdem mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die so im Wesentlichen den Unterschied ausmachen. Bei der DS12 haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, auf 16 Kanäle abzugraden. Das können wir bei der DS14 nur auf 14 maximal machen. Das heißt, wir haben hier bei der DS12 zwei Kanäle maximal mehr zur Verfügung. Außerdem haben wir hier noch ein 900 MHz-Modul verbaut. Das muss zwar noch kostenpflichtig aktiviert werden. Bei der DS14 ist es aber gar nicht erst verbaut. Dafür können wir bei der DS14 noch die zwei zusätzlichen Schalter einbauen, die hier schon mit Blindstopfen versehen sind. Da brauchen wir keine Löcher bohren. Das können wir bei der DS12 nicht so einfach machen. Wir haben hier bei der DS14 zwei auch die seitlichen Schieberegler, POTIS, wieder angebracht, wie bei allen größeren Sendern. Das haben wir bei der DS12 ja leider nicht. Dafür haben wir hier natürlich das Kunststoffgehäuse. Bei der DS14 das Aluminiumgehäuse. Vorteil ganz klar. Kunststoff ist wesentlich leichter wie Aluminium, das heißt, die DS12 ist auch wesentlich leichter als die DS14. Dafür muss ich sagen, gefallen mir die Aluminiumsender immer noch wesentlich besser wie die Kunststoffsender, obwohl man sich so langsam daran gewöhnt, dass alles Kunststoff ist. Aber dafür hat man natürlich den Riesenvorteil, dass der leichter ist.
Wir haben bei der DS14 schon den Gyro aktiviert. Den müssen wir bei der DS12 zum Beispiel noch freischalten, kostenpflichtig. Ein großer Vorteil von den Aluminiumsendern, das macht man zwar jetzt nicht häufig, aber wenn man den hinteren Aluminiumdeckel und oder die hintere Abdeckung abschrauben möchte, ist das bei den Aluminiumsendern immer wesentlich angenehmer, weil die Schrauben ja in Aluminium geschraubt werden. Das sind ganz normale Gewindeschrauben und dazu noch sehr kurz. Das heißt, man muss ein paar Umdrehungen machen, dann sind die Schrauben alle raus. Bei der DS12 wird das ja in Kunststoff reingeschraubt. Das sind dann selbstschneidende Schrauben, die auch relativ lang sind. Da ist das ein bisschen mühevoller, sage ich mal, den Senderdeckel hinten aufzuschrauben. Das ist bei den Aluminiumsendern wesentlich angenehmer. Ja, wie eben schon gesagt, die Knüppelaggregate sind jetzt hier bei der Carbon Edition aus Aluminium und die Knöpfe bei der DS14-2 ist beides aus Kunststoff. Ob da jetzt jemals nochmal eine zweite Version oder eine Special Edition Version rauskommt mit Aluminiumaggregaten, bleibt noch abzuwarten. Ja, ansonsten, wie gesagt, muss jeder selber entscheiden, welcher Sender für ihn in Frage kommt. Beide Sender sind auf jeden Fall von der Technik her sehr gut. Menüführung, das Display ist das gleiche, die Software ist ja die gleiche. Von daher macht man eigentlich ja nur in den Punkten, die unterschiedlich sind, Abstriche. Das muss aber, wie gesagt, jeder selber entscheiden, was er braucht. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne wieder ein Like da. Schreibt sehr gerne auch mal einen Kommentar unter das Video und wer noch nicht hat, kann meinen Kanal natürlich sehr gerne abonnieren. Die Glocke nicht vergessen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Heli Chrissy. Ciao.